Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin und heute werde ich mit euch ein bisschen über Rogue Decks quatschen, nämlich die Decks, die ihr auf Turnieren antreffen werdet, die jetzt nicht Tier 1 oder Tier 2 Decks sind. Tier 1 zum Meta-Deck habe ich schon ein Video gemacht, das seht ihr da oben, und Tier 2 könnt ihr in meiner Meta-Tierliste sehen, ebenfalls auch da oben. Jetzt geht es aber darum, die Rogue Decks. Welche davon werdet ihr antreffen, welche nicht? Ich habe heute 5 für euch und es geht los mit Platz Nummer 5. Octuarik, das neue Deckthema aus dem letzten Set Ancient Guardians. Dieses Deck ist nicht sonderlich gut, aber es hat ein paar Plays, die es machen kann. Und es wird gemischt mit verschiedenen Engines. Erstmal ganz kurz, was macht das Octuarik-Deck? Es sind Raptor-Monster, Licht und Finsternis, die sich vom Friedhof spezial beschwören können, wenn die was tributieren. Basic Premise, machen nicht so viel. Es gibt die Karte Snake Rain, gute Karte, die sendet direkt 4 Stück auf den Friedhof. Die haben eine eigene Foolish-Karte, die, wenn es 5 verschiedene Raptor-Monster im Friedhof sind, du was vom Friedhof specialen kannst. Was ziemlich gut ist, denn das Boss-Monster, das hier, ist ziemlich gut dafür, denn das kann alle Monster auf dem Feld auf den Friedhof schicken, die nicht vom Friedhof spezial beschworen wurden. Das ist eine gute Karte, brauchen wir nicht drüber reden. Die Karte ist ziemlich gut. Allerdeings ist das so ziemlich die einzig gute Karte in dem Themendeck. Die anderen Karten geben nämlich dem Gegner Plus. Weirderweise, also Special Monster, die geben Gegner Handkarten und. Deshalb werden viele Engines darin gesplashed, wie jetzt den Vogue Engine, weil die halt keine wirklichen Normals zusammen haben. Oder halt auch die Lair of Darkness Engine, damit wir halt generisch Monster tributieren können und somit das Plus ein bisschen ausweiten können, dass wir zumindest ein bisschen Plus machen. Und ich habe auch gesehen, viele, die Orcus versuchen darin zu spielen oder halt Chaos, was alles nicht so wirklich funktioniert. Aber ihr werdet dieses Deck auf jeden Fall auf Locals oder auf kleineren Events antreffen. Und es ist schon wichtig zu wissen, was dieses Deck ungefähr tut. Das war Platz Nummer 5, Octuarik. Kommen wir zu Platz Nummer 4. Mystic Mine. Dieses Deck ist unglaublich nervig, es ist nicht gut und es ist unglaublich teuer. Aber ihr werdet es trotzdem auf anderen Events antreffen, wie zum Beispiel auf der Extravaganza durch Lucien. Aber das Deck spielt halt Draw-Karten, spielt eine Karte, die burnt, hält euch auf, ihr könnt nichts machen. Und wenn ihr die Outs nicht habt, dann verliert ihr halt das Game. Und selbst wenn ihr dagegen sidet, die haben Judgment, die haben Dark Bribe, das ist schwer dagegen zu gewinnen, weil es halt ein ekelhaftes Matchup ist. Das heißt, ihr müsst eigentlich First gehen, Board setupen und auf Mystic Mine gewappnet sein, dass die kommt. Und dann war es das eigentlich auch schon. Wird kein unglaublich gutes Deck, aber ein nerviges Deck. Und wichtig, dass das im Hinterkopf behaltet, dass das auftreten kann. Also schön Back Removal siden, falls ein Deck mal auftaucht, dass ihr zumindest ein bisschen Fighting Chance habt. Das war Platz Nummer 4, Mystic Mine Burn. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Zombies. Also wir können uns alle einig sein, dass Baladroth ein richtig, richtig krasses Bossmonster ist. Das kann sich in der Zen Bifrost zurückspecialen, das kann, wenn Zombie-Effekte aktiviert werden, annullieren oder eine Karte vom Feld der Friedhof banishen. Das ist richtig stark. Wir sehen die meisten Zombie-Varianten aktuell viel mit Elch rumlaufen, weil es auch funktioniert, weil damit Baladroth aus dem Deck specialen könnt. Und. Es gibt viele Combo-Varianten, es gibt auch Chaos-Varianten, es gibt auch Orcus-Varianten. Ich habe viel von Zombies gesehen. Und das Wichtigste, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist diese Karte hier. Zombie-Welt. Zombie-Welt ist eine gute Karte. Und viele Decks, wenn ihr auf einen bestimmten Typen angewiesen seid, wie Krieger, wie Drachen, wie Beast Warrior, keine Ahnung was. Ja, Bruder, dann ist Zombie-Welt dein Tod. Also auf jeden Fall auch da, Back-Removal auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist Platz Nummer 3, Zombies, ziemlich solides Deck. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Guru, also Sub-Terror Guru. Und nicht die Variante mit Dragoon. Die ist zwar gut, aber die ist extrem inkonstant. Es geht wirklich um die stumpfe Guru-Set-Variante, die einfach Floodgate spielt. Das ist gegen viele Combo-Decks richtig schwierig, dagegen was zu machen. Deswegen auf jeden Fall auch da aufpassen, wenn der Gegner 5 Set hat und ihr rennt da rein. Das könnte ein Guru-Spieler sein, also da würde ich aufpassen, dass da kein Summon-Limit oder sowas kommt. Denn das ist ganz schön böse für euch. Und ja, Guru auf jeden Fall Platz Nummer 2 auch verdient. Kommen wir zu Platz Nummer 1 für diesen Monat. Platz Nummer 1 geht an Altergeist. Altergeist, ein Deck, was sich im letzten Jahr gar nicht verändert hat. Die spielen immer noch die Extravaganz-Variante. Ihr könnt theoretisch auch Prosperity spielen, aber Extravaganz macht irgendwie mehr Sinn. Und die spielen Traps, die spielen einen Bounce, die spielen halt einen Send-Effekt. Das ist legit ein ziemlich gutes Deck. Es ist in sich relativ consistent. Nicht immer, aber fast immer. Das heißt, ihr könnt dagegen legit verlieren. Ihr müsst also aufpassen,
dass sie den Multifaker nicht durchkriegen. Wenn die den einmal ins Rollen kriegen, kriegen die Ressourcen für Ressourcen, Ressourcen und auch den, weil da das Protokoll. Das hilft, dass die Altergeist-Effekte auf dem Feld nicht annulliert werden können. Da müsst ihr drauf aufpassen, weil das wird immer noch, obwohl das ja schon so lange draußen ist, vergessen, dass diese Karte einen Effekt hat. Das heißt, ihr müsst den Faker in der Hand annullieren. Wenn er auf dem Feld ist, die klappt da nicht. Dann ist hier quasi nicht mehr möglich zu annullieren und das ist ziemlich doof. Und natürlich ist die eine Fallenkarte, die was ins Deck zurückmischt, ziemlich gut, weil es für die Konstanz insane ist. Ja, das waren aber schon meine 5 Rogue-Decks für das Mai 2021 Format. Lasst mir eure Gedanken, eure Decks, die ihr in diesem Format halt eher sehen wollt, und in den Kommentaren da. Dann lasst im Channel auch ein Abo da, logischerweise, damit ihr in Zukunft nichts vom Yu-Gi-Oh! Content verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute.